Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Palworld. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, Lieben, weiter geht's nochmal ganz kurz bei uns zu Hause, bevor wir uns dann wieder auf den Weg machen. Das nächste Drachenei ist nämlich fertig und die Jumbo-Eier sind auch alle fertig. Und ich möchte noch einen neuen Sattel bauen. Wir haben ja vor, ich weiß nicht mehr, 1, 2, 3 Folgen diesen Schattenfeuervogel gefangen, den Hellsfire. Und für den haben wir den Sattel ja schon gelernt und das ist der erste Sattel, der das hochwertige Metall kostet. Und ich gehe mal davon aus, dass das dann auch ein wirklich sehr starkes Perl ist, wenn das so einen teuren Sattel braucht. Ich meine, die Werte sind jetzt schon gut und der ist erst Level 25. Der kann noch 10 Level machen, also noch mehr, aber erstmal 10 Level mindestens machen, bis er auf unserem Level ist. Wir sind Level 35 und jetzt schon 441 Angriff. Den möchte ich mir auf jeden Fall angucken. Sieht doch einfach cool aus. Hat zwar keinen Bonus auf Geschwindigkeit, ne, aber hier zumindest ein Angriffsbonus plus 20%. Und wir behalten unseren anderen Dings ja auch dabei, unseren Vanworm mit dem Geschwindigkeitsboost. So, okay, gucken wir die Eier durch. Erstmal die ganzen Jumbo-Eier aufmachen. Mal sehen, da waren ja auch trotzdem zwischendurch nochmal neue Perls drin. Vielleicht haben wir nochmal Glück mit dem Überraschungsei. Ein Beacon, sehr cool. Und Oberbergmann, der zweite erst, den wir davon bekommen. Mal gucken, was kann da noch drin sein. Rayhound, der ist neu, ist buchstäblich so schnell wie ein Blitz. Wenn zwei Rayhound kämpfen, hört es sich an wie Gewitter. Genügsam. Oh, den gucken wir uns gleich an. Guck mal, Leute, das lohnt sich einfach auch, die Jumbo-Eier mitzunehmen. Die normalen brauchen wir, glaube ich, nicht mehr ausbrüten, die gewöhnlichen. Aber die Jumbo-Eier lohnen sich immer noch. Marith, noch ein neues Vieh. Das Paar liebt den Geruch der Lebewesen, den Lebewesen verströmen, wenn ihr Ende naht. Wenn ihr Ende nahe ist, sollte ein... Oh, Moment, das müssen wir gleich nochmal gucken. Wie gut. Die sehen beide schon sehr cool aus auf dem kleinen Bild. Ah, ich freue mich, Leute. Wie super. Ich hoffe, im Drachenei ist auch was ganz Neues drin. So, was haben wir hier noch? Nochmal ein Grintail. Und jetzt gilt's, das Riesendrachenei. Nicht nochmal so ein Dino, wenn es geht. Komm schon, Spiel. Irgendwas anderes. Ah, nee. Nochmal ein Relaxaurus. Und dann haben wir super schlechten Eigenschaften. Mann, die Dracheneier waren bis jetzt fast eine Enttäuschung. Aber wir haben noch ein saftig grünes Riesenei. So, das andere hieß Riesendrachenei. Das hier heißt einfach saftig grünes Riesenei. Stunde 20. Und dann haben wir hier noch ein knisterndes Jumbo-Ei. Da ist aus beiden was Cooles rausgekommen. Und die normalen... Naja, komm, wir haben so viel davon. Ich glaube, wir können auch noch mal ein paar mehr Brutkästen aufstellen. Wir haben ja genug antike Bauteile. Schmeiß die erstmal rein hier. So. Jetzt gucken wir uns die beiden neuen. Rayhound und Marith. Die sahen beide sehr cool aus. Zeig her, Spiel. Müssten ja jetzt ganz hinten sein. Hier, da, der. Unbelastbar und angsthaft. Okay, Werte sind nicht so gut, aber der sieht cool aus. Tausch mal kurz mal gegen den Fanglob. Und der sieht mal richtig gut aus, der Rayhound. Tausch mal kurz gegen den Pyrin. Eigentlich würde ich die jetzt fast gerne mitnehmen. Ne? Wollen wir Fanglob und Dings kurz zu Hause lassen? Oder lieber Nularis zu Hause lassen? Und den mitnehmen, weil der ist auf jeden Fall richtig stark, der Pyrin knockt. Wir haben ja auch den. Vielleicht ist der auch. Den Sattel müssen wir gleich noch machen. Okay, wir gucken uns die erstmal an. Einmal der hier. Boah. Super. Kann auch als Reittier genutzt werden. Ein Stromperl. Was hast denn du für Dings? Zeig mal her. Was hast denn du für Eigenschaften? Genügsam. Nö, ist okay. Sein Angriff. Okay, Angriff ist natürlich auch Level 1 erst, ne? Deswegen, die sollten wir mitnehmen. Dann können die gleich richtig leveln. Stromerzeugung Stufe 2 hat er. Schlammschuss, okay, erst ein Angriff, denselben, den der Wolf hat, der Direhole, den Schlammschuss. Aber wir können ihn ja auch Angriffsfrüchte füttern. Gut, dem jetzt vielleicht nicht, weil die Werte nicht so cool, aber der sieht Hammer aus, Leute. Richtig cooles Perl. Okay, und jetzt der hier. Boah. Der ist ja, kann auch als Reit, der ist ja noch cooler. Von der Optik. Okay, kommt auch in die Liste. Auf jeden Fall von denen, die wir bis jetzt haben, ist er auf jeden Fall in den Top 10. Wahrscheinlich sogar in den Top 5. Was für ein cooles. Ich gucke euch mal die Maske an. Und die Augen und überhaupt das ganze Design mit den Flügeln und so. Auch die Hufe, die hat nur so Spitzen. Der ist mal super. Okay, leider hat er keine guten Eigenschaften. Was waren das? Das waren beides knisternde Eier, ne? Beides Jumbo. Also, ja. Oder waren es zerfurchte? Nee, das... ich weiß es nicht mehr. Kann sein, dass das beides zerfurchte Jumbo-Eier waren. Wie cool. Okay, Leute, jetzt den Sattel. Lunaris, raus. Du musst uns helfen. Beim super teuren... Hier, da. Hochwertiges Metall. Und auch 20 Elektro... Wir haben auch keine Elektrodrüsen mehr dann.
Müssen wir aber wieder ein paar Elektropals fangen. So. Hellsfire-Sattel. Produktion Beginn. Lunaris, fass mit an. Ja, das geht doch aber noch. Was für zwei coole neue Rayhound und Marath oder Marath. Der zweite ist richtig gut mit den Flügeln und mit der Maske und den grünen Augen. Leider hat er zwei absolut schlechte Eigenschaften. Aber vom Design super schön. Da müssen wir einen besseren kriegen. Wer weiß, wo man die auf der Karte fangen kann. Man kann auf jeden Fall alle Pals auf der Karte auch finden. Also es gibt, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es keine Pals, die man nur irgendwie züchten kann oder die man nur irgendwie dies nur ganz oder die man halt nur aus irgendwie Eiern finden kann. Man kann auch alle, also man kann alle Parts auf jeden Fall irgendwie bekommen. So oder so. Sehr schön, Leute. Das heißt, wir haben den Sattel. Testen wir den Dings an. Den hier. Komm her. Boah, der sieht so gut aus, ne, auch. Komm her. Flieg mal ein Stück. Natürlich jetzt deutlich langsamer im Vergleich zu unserem Vanwurm mit plus 30% Bewegungsgeschwindigkeit. Der ist schon eher, obwohl ich glaube, das Gefühl, der schlägt zwar nur langsam, aber der kommt mit jedem Flügelschlag ein ganzes Stück vorwärts, ne? Cool. Sehr cool. Okay, ich würde sagen, wir nehmen unsere beiden frisch ausgebrüteten Level 1er dabei, dass wir aber trotzdem mal ein Gefühl dafür kriegen, was die für Schadenswerte haben. Auch wenn die Eigenschaften nicht so gut sind, die sie haben, die passiven, kann man ja trotzdem die Schadenswerte sehen, wie hoch die gehen. Wenn die hier das Level sich erhöht, wie weit das hier nach oben geht. Und auch bei unserem Hells 4, weil der hat ja 441 schon, ne? Guck mal, Lunaris hat 431 und die ist Level 34. Die ist fast 10 Level besser als der. Und der hat nur 390. Deswegen, das ist schon gut. Das ist schon ein gutes Vieh, den wir da bestanden. Haben wir auch erst einmal gesehen, ne? Und dann haben wir gleich gefangen. Alles klar, los geht's. Ein paar Dungeons schnell machen. Da rennen wir auch wirklich durch, weil es gerade die Low-Level-Dungeons sind. Auf jeden Fall, hier ist irgendwo einer beim Turm des Ryan-Syndikats. Und da sind auch noch welche in der Nähe in den Schluchten. Die sind zwar nicht immer offen, müssen wir natürlich Glück haben. Aber der ist zum Beispiel gerade schon mal offen. Das ist doch super. So, wir nehmen Lunaris mit raus. Pistole haben wir. Wir laufen auch ein bisschen durch. Wir lassen jetzt die Viecher am Anfang stehen. Wir gehen nach hinten durch, weil es geht wirklich um zu gucken, dass wir an die Truhen kommen. Ist ja nur ein Level 13 Dungeon. Da können wir, denke ich, so durchflitzen. Guck mal, die Daydreams greifen uns sowieso nur an, wenn wir nah genug rangehen. Hier drinnen fliegen können wir zwar, aber ich glaube, der passt nicht überall durch, der Vogel, ne? Ne, ich glaube, hier kommen wir schon nicht mehr durch. Ne, da brauchen wir dann. Ja, hier kommen wir schon nicht mehr durch. Ne, hier kann man nur mit dem Reittier durch. Aber Moment, wir haben ja unseren Pyrin dabei. Ach ne, haben wir nicht. Den habe ich zu Hause gelassen, ne? Stimmt, den habe ich zu Hause gelassen. Okay, macht nichts. Wir können auch zu Fuß reinlaufen. Ist ja jetzt nicht so riesig hier. Einmal nach hinten durch. Mal gucken, ob wir auch wieder einen netten Boss bekommen. Ein etwas vergrößertes Standardpal. Das sind aber dann auch. Die sind auch nochmal anders als die Shinies, ne? Die sind zwar irgendwie nur mal größer als die. Ne? Aber die Shinies sind nochmal anders. Gibt also drei Sorten. Perls sozusagen, die nur ganz normalen. Dann gibt es die Boss-Version davon in verschiedenen Ausführungen. Einmal hier die kleinen Dungeon-Bosse und dann die großen Map-Bosse. Und dann gibt es noch die Shinies. Was haben wir hier? Ein großes Fixie. Haben wir auch noch nicht. Nehmen wir ruhig mal die Armbrust raus. Ich denke, hier reicht auf jeden Fall ein grüner Ball. Dann schießen wir erstmal die kleinen ab. Oh, das war nix. Ich könnte mal die ruhig auch mitnehmen. Na, kommt der Ball noch dran? Nee, kommt nicht mehr ran. Zack, so mit dem grünen Ball. Hallo? 100% Fangchance für so einen kleinen Fixie. Der ist auf jeden Fall gecatcht. Oh. Guck mal, Forstmeister. Autsch. Lad nach. Nachladen, nachladen, nachladen. So sollten wir uns auch nicht treffen lassen. So. Oh, 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 oh. Da ist der Kleine. Gut, der hat noch zwei Kleine dabei. Oh, den haben wir beim Haufen geschossen. Das wollte ich gar nicht. Ich dachte, der hat noch volle Energie. Ich wollte schon alle mitnehmen jetzt hier. Bei Fixies haben wir auch nicht so viele. Den haben wir auch mal Haufen geschossen. Okay, so viel dazu, dass wir alle mitnehmen. Ich hab's mal über den Haufen geschossen. Aber dich nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh, was war unsere Rüstung? Unser Schild. Okay, so geht's doch. Oh. Die Armus ist einfach wirklich immer noch eine gute Waffe. Und mit der Pistole jetzt in Kombination. Na. So. Einen noch, dann sollte man fangen können.
Ja, passt. Komm, drauf. Ja, 59%, den sollte man direkt haben. Oh, habe ich geguckt, ob wir unser Fanggeschick nochmal erhöhen können? Gucken wir gleich nochmal. Wir haben so viele Liffmang-Statuen gefunden mittlerweile schon wieder. Wir gucken gleich. So, jetzt bin ich gespannt. Technikbücher sind natürlich auch gut, also es lohnt sich immer hier durchzurennen. Federhaarschmuck-Bauplan, das ist nichts, was wir brauchen. Und ein Rubin. Und nochmal... Noch ein Rubin und nochmal eine Angriffsfrucht. Das ist auch immer gut, diese Früchte für die Attacken. Dann kann man nur ein bisschen mit den Pals rumprobieren und kann ja auch die Pals dann umändern. Wenn wir uns unserem Vanworm nur Wasserattacken geben, dann ist er auf einmal eben, dann ist er halt kein Feuerpal mehr, ne? Dann ist er halt ein Wasserpal, liegt ja an den Attacken. Das finde ich auch sehr cool. Dann kann man auch sein Lieblingspal so ein bisschen rumschubsen. Oder man kann auch ein gemischtes machen, ein Hybridpal. Der hat dann zwei Attacken, was ich habe, gibt es ja auch schon welche, ne? Die man standardmäßig hat. Wir haben ja auch Schatten und Drachen in Kombination oder Wasser und Drachen. Ich finde das super. So, lass mal kurz gucken. Jetzt sind wir mal schnell zu Hause, weil... Erstmal schmeißen wir die Sachen raus, die wir schon haben. Da kommt nichts rein. Das kommt hier rein. Wir können wirklich noch mal ein paar mehr Brutkästen eigentlich aufstellen. Ne? Das ist zum Verkaufen. Der Pelz muss hier rein. Zack. Früchte hat man eine extra Kiste jetzt für. Ja, sehr schön. Hat auch schon wieder ein Perlholz reingeschmissen, aber okay. Bringen wir kurz den Bauplan nach oben. Wir haben ja Zeit. Ne? Folge hat, ach, guck mal, Folge hat gerade angefangen. 10 Minuten. Alles gut. Wir können ja immer schön schnell reisen. So, Bauplan hier oben rein. Das zum Verkaufen bald mal in der Tasche. Okay. Und dann gucken wir nochmal eine Liffmang-Statue. Das ist also unsere Statue der Kraft wegen Liffmang-Statuen. Zeig mal her, Spiel. Können wir uns schon wieder verbessern? Oh ja. 37 Liffmang-Statuen. Aber 19 brauchen wir. Erhöhen. Können wir ja fast noch ein zweites Mal schon direkt. 23. Alles klar, Fanggeschick nochmal gesteigert. Super. So. Dann springen wir nochmal. Ja, ich weiß nicht genau, wo waren das jetzt? Entweder hier oder hier oben rum. Irgendwo da in der Nähe muss noch ein Dungeon sein. Können ja gucken, wir haben unseren schnellen Flieger ja dabei. So, komm mal raus hier. Zack. Und dann gucken wir mal, irgendwo hier ein Stück rum war auf jeden Fall noch ein Dungeon. Muss irgendwo hier in diesen Schluchten gewesen sein. Und hier war irgendwo auch diese Mine, die wir ganz am Anfang gefunden hatten, ne? Wo wir auch nie drin waren. Das war auch irgendwo hier. Was für eine coole Hängebrücke. Sehe ich zum ersten Mal. War die schon immer hier? Kann mich nicht erinnern. So, warte mal. Ich glaube, das könnte da drüben gewesen sein. Was haben wir da? Die Gemüseziegen. Kannst du auf den Grill hauen, bleibt immer alles rein vegetarisch bei den Gemüseziegen. Kannst du Gemüseziegensteak machen. So. Nee, hier sind wir nicht ganz richtig. Hier sind wir nicht ganz richtig. Das muss irgendwo... So viel dazu. Ich weiß, wo ungefähr 2-3 Dungeons sind. Warte mal, flieg nochmal. Ach, guck mal, hier ist doch schon einer. Da ist er. Ich sag gerade noch, hier ist das nicht. Hier ist es doch... Sehr gut, da ist Nummer 2 und Nummer 3 muss dann irgendwo da gewesen sein, wo auch diese Mine in der Nähe war. Komm schon, absteigen. Ah, jetzt sind hier so viele Sachen in der Nähe, die ich erstmal pflücken will. Steig ab. Sehr schön. So, komm her. Rein hier. Müsste auch nochmal Level 13 sein. Naja, die sind alle Level 13 hier im Startgebiet. Vielleicht können wir hier in den Anfangsdingern auch gar nicht diese Sachen finden. Also diese hitzeresistente Unterwäsche. Vielleicht können wir die erst in späteren Dungeons finden. Oh, wenn wir gerade schon mal hier vorbeikommen. Nehmen doch Schwefel mit für Schießpulver und Cola am besten auch gleich, wenn wir irgendwo noch ein Vorkommen hier haben. Können ja einiges tragen. Durch die Lunaris können wir auch nochmal 80 Kilo mehr tragen. Wollte ich auch mal gucken, ob, eigentlich wie bei den, ob das wie bei den Kativas ist. Müssen wir auch nochmal austesten. Ob jede Lunaris, die wir im Inventar haben, ob die jede einzelne plus 80 bringt. Weil jede Kativa, die man mitnimmt, bringt plus 50 Gewicht. Dann könnte man ein Reittier dabei haben, wenn man so eine große Farmrunde macht. Ein Reittier und viermal Lunaris. Dann könnte man 320 Kilo extra schleppen. So, hier ist keine Kohle mehr drin. Hallo, Mau. Huch, warte mal, was bist du? Halt, du bist gefangen. Kommt mir so unbekannt vor. Ja, vorsichtig. Zack, drauf. Eigentlich hätte man auch einen blauen Ball werfen können. Aber egal.
Nehmen wir die Grünen. Davon haben wir jetzt mittlerweile auch genug. Die Metallproduktion läuft. Wir können immer schön nachproduzieren. Grüne, gelbe und sogar die roten mittlerweile, jetzt wo die Metallproduktion läuft. Weil die roten auch sogar Zement kosten. Ist nochmal extra teuer. Killer Mari haben wir nochmal eben mitgenommen. Ne, hier geht's lang. Wir gehen ruhig zum Boss durch, Leute. Truhen, gucken wir in den anderen Dungeons. Wenn wir nochmal einen finden mit einem höheren Level auf der heutigen Tour, dann gehen wir da noch ein bisschen nach extra Schatzkisten suchen. Jetzt gucken wir erstmal, was hier auf uns wartet. Wäre so cool, wenn wir das wirklich finden könnten, aber die Thermo... Oh, hier ist noch gar nicht der Boss. Hier sind erstmal nochmal Wilderer. Ah! Ich habe trotzdem irgendwas getroffen. Ich glaube, mit dem Fadel im Hintergrund getroffen. Sehr schön. Die haben wir, da hinten sind noch mehr. Die Wilderer nehmen wir mit, die Vater lassen wir laufen. Ne? Wir brauchen jetzt hier nichts mehr fangen. Großartig von denen. Autsch. So, super. Noch ein paar blaue Sphären, die wir eigentlich nicht mehr wirklich brauchen. Nehmen wir trotzdem mit. So haben wir jetzt vielleicht irgendwo nochmal ein... Das ist nochmal ein Dings-Palium-Vorkommen. Kein Schwefel. Ich meine, gut, Kohle haben wir jetzt auch an unserem Spot am Berg. Und das werde ich dann auch so machen, wenn ich da mal eine große Loot-Tour mache, eine Sammeltour, dann ein paar Lunaris einpacken. Oh, das ist ganz anders hier, das Ende von dem Dungeon. Wie gut, gerade mal. Dann 4 Lunaris einpacken und ordentlich Kohle schleppen. So, sind wir hier. Hier sind wir aber richtig, oder nicht? Ja, hier sind wir richtig. Alles klar, hier geht's zum Boss. So, was haben wir denn für einen Boss? Ein riesiger Rochen. Ja, ich weiß nicht, ob wir den unbedingt wollen. Machen wir erstmal die Kleinen weg. Oh, davon haben wir auch nicht so viele, ne? Vielleicht können wir noch mal einen mitnehmen. 100% Fangchance. Komm, ja, den haben wir. Der hat sogar auch schon 21%. Oh, Mist, das war einer zu viel. Da ist ja noch einer. Bist du wieder rausgekommen? Wie kann das sein? Halt, töte ihn nicht. Wir fangen den doch. Autsch! Müsste passen. Oder auch nicht. Jetzt aber, komm her. Wir haben doch gerade nochmal unser Fanggeschick erhöht. Jetzt komm schon. Ja, den haben wir. Alles klar, sehr schön. Kaltblütig. Guck mal, davon haben wir auch noch nicht mal 10. Gut, dass wir die gefangen haben. Das ist zumindest von jeder Paar-Sorte erstmal 10 haben für diesen Bonus. So, was haben wir hier? Feuerfeste Unterwäsche, Leute. Genau, weswegen wir hier reingegangen sind. Und nochmal ein Technikbuch. Wie cool. Das heißt, wir können jetzt nochmal ins Vulkangebiet. Wie gut. Wie gut. Super Sache. So, Vögelchen raus. Hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell klappt, dass wir die finden. Und auch nochmal Technikpunkte. Sehr schön. So, wo haben wir eine Schnellreise? Hier 180 Meter. Alles klar. Haben wir da, was haben wir da? Oh, nochmal eine Liftmark-Statue. Können wir brauchen. So viele fehlen uns ja nicht mehr. 5 Stück brauchen wir noch. Dann könnten wir nochmal Fanggeschick erhöhen. Dort haben wir eine Truhe. Die nehmen wir natürlich auf dem Weg auch nochmal mit. Ah, nee, das ist nochmal ein Tagebucheintrag hier. Den nehmen wir aber auch mit. Ah, wie gut. Wie gut. Da können wir weiter nach Dracheneiern suchen. Im Vulkangebiet. Vor allem können wir es einfach weiter aufdecken. Und noch mehr Feuerperls fangen. So. Gehen wir aber vorher einmal nach Hause. Und gucken kurz, ob wir ihn reparieren. Und dann tauschen wir die Perls nochmal durch. Halt, reparieren sollst du. Nein! Ach. Reparieren, reparieren. Die Rüstung auf jeden Fall, die Rüstung auf jeden Fall. Habe ich unsere feuerresistente Rüstung in den Schrank getan? Sieht so aus. Ansonsten... Ich hoffe, ich habe sie in den Schrank getan. Wo soll sie sonst sein aber auch? Schmeiß das hier rein. Das hier rein. Das hier rein. Antike Bauteil. Oh, wir müssen auch gleich mal nach Sätteln gucken, Leute. Für die beiden neuen. Auch wenn er keine guten Werte hat, testen wir den vielleicht trotzdem aus. Den einen mit den Flügeln. Feuerresistente Rüstung. Da ist sie.
So, ach so, haben wir automatisch an. Okay, wie ein Amulett. Alles klar. Ah, ist das gut, Leute. Ist man happen. Du auch noch. Guck mal, beide schon Level 16 geworden. Schon 225 mit Level 16, ne? 240 sogar noch stärker. Schlammschuss, Elektrowelle, Funkenschuss, Feuerschuss, Düsterball, Lohepfeil. Aber unbelastbar und Angsthase. Das ist ein bisschen schade. Wir testen ihn aber trotzdem mal an. Würde ich sagen, so muss hier oben noch was in den Schrank. Nee, das muss raus. Die können wir dann gleich anziehen, wenn es ins Vulkangebiet geht. Ah, wie cool. So, nochmal kurz ein bisschen durchsortieren hier. Vielleicht nehmen wir den Pyrin Noct nochmal mit. Den Pyrin, obwohl dann haben wir nur Schattenviecher dabei. Ne? Wenn wir den auch noch mitnehmen. Schmeißt das hier rein. Weil der Hellsphere ist Schatten, der Dings ist dann Schatten, der hier ist Schatten. Und wenn wir den Dings mitnehmen, den Pyrin lockt, ist der auch noch Schatten. Oder wir lassen den mal zu Hause hier. Weil der hat wenigstens noch genügsam, ist noch okay, wenigstens keine schlechten Eigenschaften. Der hier hat ein paar schlechte ein. Den lassen wir erstmal zu Hause. Und nehmen uns den Pyrin lockt wieder mit. Da. Ja. Den nehmen wir erstmal wieder mit. Dann haben wir ein Blitzvieh, neutral, Feuer brauchen wir eh nicht im Feuergebiet. Und noch hier Schattenviecher. Das passt schon. Alles klar. So, und für den Dings gucken hier wegen den Sätteln. Für die beiden auch nochmal schnell. Jetzt haben wir 13 Technikpunkte schon wieder. Die Bücher sind auch super. Ich glaube, die geben auch jedes Mal mehr als einen Technikpunkt. Da ist der Sattel. Guck mal. Der kostet auch wirklich nicht viel. Den lernen wir schon mal. Bauen den am besten auch. Und hier ist der Rayhound-Sattel. Okay, wir haben keine Elektrodrüsen mehr. Aber den anderen bauen wir zumindest schon mal gleich. Das wir ihn haben. Wo ist er? Da. Produktion beginnt. Schmeiß raus. Und los geht's. Ah, super. Wir können das Vulkangebiet vernünftig erkunden. Ich freue mich so, dass wir das... Das hat super geklappt. Zwei Dungeons und schon die feuerfeste Unterwäsche gefunden. Wie gut. Sollten, da hätten wir auch noch mehr machen können jetzt, ne? Damit wir vielleicht finden wir auch gleich noch die passende Thermounterwäsche fürs Eisgebiet. Aber jetzt gucken wir erstmal da. Wir haben ja Zeit, Leute. So, mutig aus. Aber schön früh morgens aufbrechen. Und dann können wir auf jeden Fall hoffentlich auf unserem Feuervogel uns da umgucken, weil der halt schon so schön schnell ist fürs Umgucken. Oder wir nehmen den zum Kämpfen. Gucken wir. So, also. Die Rüstung an. 184 Schuss. Ah, 184 Schuss. Weiß man nochmal 10, das sind ja schon 50 Schuss dann. Die brauchen auch. Halt, hier geblieben. Da, mithelfen. Sehr schön. Okay, wir machen, glaube ich, immer nur 5 auf einmal, ne? Wir sehen uns gleich wieder, wenn die Munition fertig ist, Leute. Okay, Munition ist fertig. Ich würde sagen, damit sind wir startklar. Auf geht's in die Wüste. Und ich würde sagen, wir testen vielleicht sogar einfach erstmal den Pyrin Noct an, gucken uns ein bisschen zu Fuß um. Und dann schauen wir mal, ob wir noch auf den Vogel wechseln oder auf den Feuervogel für die weitere Erkundung. Auf jeden Fall bin ich erstmal gespannt, ob das jetzt funktioniert alles mit unserer feuerfesten Unterwäsche und der hitzeresistenten Rüstung. Und dann mal gucken jetzt, wie gut unser Pyrin Noct ist und wie gut der Hellsphere schon ist mit der Stufe. Und hoffentlich finden wir noch ein paar schöne Dracheneier. Oder warte mal, wir gucken erstmal aus der Luft, dann haben wir auch einen besseren Überblick für eventuelle Dracheneier. So, jetzt rein hier. Feuerfeste Rüstung und... Also hitzeresistente Rüstung, feuerfeste Unterwäsche. So. Ach, guck mal, hier hatten wir auch Schwefel, ne? Genau. Das heißt, hier haben wir Schwefelvorkommen im Vulkangebiet und dann bei unserem Spot haben wir Kohlevorkommen. Weißt du was? Die nehmen wir schnell mit, Leute. Wir haben noch Zeit. Komm mal runter hier und dann greifen wir gleich da vorne. Oh, nee, warte, da ist noch ein Wulmark. Den greifen wir zuerst mal an. Die waren, glaube ich, sogar noch ein bisschen stärker als die Pyrins. Die beiden Pyrins versuchen wir auch zu holen. Mal gucken, wie gut unsere Schattenangriffe sind hier. Vom Hellsphere. So, sieht aus, wenn uns die Hitze nichts ausmacht. Aber letztes Mal hatten wir am Anfang auch kein Problem. Aber ich schätze mal, mit der Unterwäsche wird es schon passen. Es sei denn, es gibt auch noch oben drauf auch noch ein Amulett zusätzlich. Dass man zwei Sachen haben kann. Aber ich glaube, so passt es. Mit Rüstung und Unterwäsche. Guck mal, nochmal 80 Schwefel.
Zack. Sehr schön. So, halt. Hier geblieben. Komm her. Pistole raus. Grüne Bälle sollten reichen. Wo ist er hin? Da ist er. Was haben wir denn? Lohesturm. Der geht besser auf die Entfernung. Okay, das ist eine normale Feuerattacke. Aber wir haben auch die... Jetzt haut das Vieh ab. Wir haben aber auch Düsterwelle und Düsterball. Düsterball haut auf jeden Fall auch richtig rein. Wo willst du denn hin jetzt, du Vieh? Okay, der ist langsam. Ich dachte, das ist das andere Ding. Der Düsterball. Die Düsterwelle, da müssen wir, glaube ich, nah ran, damit die... Ja. Okay, so viel Schaden machen wir mit den Attacken jetzt irgendwie nicht gegen das Vieh. Dafür brutzelt die unser... Aber gut, wir sind auch erst Level... Ah, gut, wir haben auch noch Level 25 erst. Das liegt auch ein bisschen daran. Du bist wahrscheinlich vom Level schon eher auf der Stufe von... Okay, die ist auch nur Level 25. Egal, komm mal mehr. Absteigen. Testen wir lieber dich an. Hopp. So, Schattentackling. Ja, lieber mal ein bisschen ausweichen. So, was macht das? Sind diese drei Flammen. Ich glaube, die sind ziemlich kräftig. Wenn sie treffen würden... Okay, und Feuerhauch ist der Flammenwerfer, ne? Okay, macht an dem Vieh auch nicht so viel Schaden. Ich dachte, das sind... Okay, das sind aber, glaube ich, auch reine Feuerattacken, ne? Schattentackling ist halt eine Schattenattacke. Ja, schon etwas besser. Vor allem kann der Pirin ganz schön was einstecken, so wie es aussieht. Der hat mich zweimal getroffen und nicht so viel Schaden gemacht. Komm, ausweichen. So. 1% Fangschuss mit einem grünen Ball. Na gut. Dann vielleicht einen gelben für dich. Wenn wir den treffen. 8% Fangchance. Komm, wir haben unser Fanggeschick nochmal erhöht. Wir brutzeln. Komm schon. Davon haben wir auch noch nicht so viele. Dritten sogar erst. Sehr cool. Okay, da oben ist noch einer. Ah, die sind schon heftig. Lass uns erstmal warten, bis wir uns ein bisschen heilen hier. Ah, ich glaube, das Schattenfeuer macht gar nicht so viel Schaden gegen die Feuerviecher, wie ich dachte. Hätten wir doch ein Wasservieh mitnehmen sollen. Aber ich finde es auch erstmal cool, dass wir uns jetzt hier umgucken können, vernünftig, ohne von der Hitze geplagt zu werden. So, da haben wir die normalen Pyrins. So, wir machen das lieber so, dass wir nicht draufsitzen auf unserem, dass der so mitkämpft, weil dann konzentrieren die sich auch ein bisschen auf den. Angriff! Ja, und schon klappt besser mit dem Schaden. Komm, 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 den können wir schon fast riskieren. Na gut, 2%, egal wie es geht, trotzdem. Sieht gut aus, den haben wir, Leute. Oh, und der zweite, der wird es nicht schaffen, wahrscheinlich, weil der abbrennt. Komm rein. Nimmt nochmal Feuerschaden, aber vielleicht haben wir ihn gleich. Sieht gut aus, sieht gut aus. Ja, cool, haben wir auch. Okay, so geht's besser. Dann lassen wir den vielleicht auch mal so mitkämpfen dann gleich. Und jetzt kommen wir her. Lass mal gucken, ob das irgendwie was stört, wenn wir uns jetzt hier draufsetzen. Weil wir mit dem einfach so schön schnell unterwegs sind. Nee, scheint zu funktionieren, Leute. Sehr cool. Okay, dann trauen wir uns noch ein bisschen weiter rein jetzt hier. Mal ein bisschen über den Berg oben raus hier. Über den ersten Bergkamm. Ah, oder auch nicht. Und auch ganz runter, ne? Na gut, einmal kurz Ausdauer tanken und dann erstmal hier vorne ein Stück hoch. An dem durchsichtigen Felsen. Vorbei. Ah, ich freue mich, dass wir jetzt hier weiter erkunden können. So, dann mach ich... Oh, hallo, hallo. Da haben wir die Viecher nochmal. Komischen Feuerechsen-Schildkröten. Sieht das mal cool aus hier oben. Gefällt mir. Hier haben wir nochmal so eine Hochebene dazwischen mit ordentlich Lava. Der Vulmar klatscht einfach mittendurch. Warte, 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 bleib mal hier. Nicht, dass du da irgendwie... Das sieht aus, als wenn wir da nicht durchlaufen sollten. Die stört es nicht, aber wir wollen das nicht ausprobieren. Da drüben ist ein Ei, Leute. Ich weiß nicht, wo sind denn hier eigentlich auch die Eier? Wir haben noch nicht ein einziges gesehen. Letztes Mal so viele hier gefunden. Da liegt eins. Ja, ich glaube, es ist ein gewöhnliches, ne? Tatsächlich. Nehmen wir trotzdem mit, obwohl wir davon... Oh, 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 so viel schon haben. Nehmen wir es trotzdem. Was haben wir? Was ist das da oben? Ist das
ist irgendwas Neues? Irgendwas sich da bewegt? Das eine sah aus wie ein Wulmak, das andere sah aus wie was Neues. Ah, das sind Kelpsis. Okay, kleine Feuerkelpsi, Kelpsi Ignis. Die haben wir auch schon. So, Spiel, wo sind jetzt hier die Drachenfeuereier? Das könnte zumindest ein Jumbo-Ei sein. Nee, ist auch nur ein normales. Schade eigentlich. Cooles Gebiet. Sehr cooles Gebiet. Da hinten haben wir nochmal eine Truhe. Die nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Pyrin. Da hinten ist noch ein Ei. Da hinten ist noch ein Ei. Boah, wie cool. Die Drachenstatue hier. Ganz ruhig, Pyrin. Ich will nur die Schatzkiste erstmal. Dich wollte ich jetzt gar nicht fangen. Das ist ein Drache mit Flugzeugflügeln. Das sieht fast ein bisschen so aus, ne? Wie riesig auch. Oh, da ist eine Diffrank-Statue. Nehmen wir. Dann fehlen uns nur noch drei, ne? Zwei haben wir jetzt gefunden. Schon wieder. Fünf brauchen wir noch. Jetzt fehlen uns also nur noch drei. Wie cool. Ich habe vor, es gibt ein paar in der Größenordnung. Das wäre mal was. Oder wie die anderen Statuen, die es da gab schon. Ah, da ist es. Was sag ich? Wo ist das Ei? Gib doch mal wenigstens, wenn du schon kein Riesenei hast, kein Drachenei hier, dann gib doch wenigstens mal ein paar Jumbo-Eier. Das sieht doch wenigstens nach Jumbo-Ei aus jetzt hier, oder? Ja, wie ist nochmal ein Jumbo-Ei? Weil da hatten wir jetzt auch bei beiden, die wir hatten, oder bei zwei von denen, die wir hatten, echt Glück. Mit dem Rayhound und dem Marath. Da brauchst du mir so eine komische Festungsmauer. Eine komische, die ein bisschen aussieht wie bei Ark, die Tech-Strukturen. Erinnert mich ein wenig daran. Ja, nee, dich wollen wir jetzt nicht. Vanberm. Ob wir es da rauf schaffen? Ich fürchte fast, mit der Ausdauer kommen wir da nicht bis nach oben. So, wo ist denn hier jetzt noch ein Drachenei? Hier nicht. Okay. Oh, warte mal, da geht's irgendwo rein. Oder? Da geht's irgendwo rein. Verfallene Minen. Hier können wir irgendwo rein. Oh, dann gehen wir doch hier mal rein. Nein, du sollst nicht. Ach, naja, egal. Sollst nicht rumballern. Komm rein hier. Wir gucken mal. Lad schon mal nach. Astegon. Hier geht's zu noch einem Boss. So wie auch, wie hieß das andere Vieh? Balsamut? Blasamut. Blasamut. Blasamut und... Jetzt haben wir hier Astegon. Level 48. Da können wir lange noch nicht ran. Was die auch für Level haben, die Bossviecher hier in der Ecke. Wir wollen die Nummer gesehen haben. Wir haben ja unsere automatische Laterne dabei. Die ist so einfach so... Yo! Was bist du? Oh wei, ich sag gerade noch, gibt es irgendwelche Viecher in der Größenordnung? Haben wir einen Raketendrachen hier? Da oben ist ein Ei. Ist es das Drachen? Aua, ja, ja, bada, badu. Wir sind mal raus. Der schießt durch die Wand. Mach's gut. Du Ei. Du warst bestimmt kein Drachenei. Das sah auf die Entfernung eher aus wie maximal ein Jumbo-Ei. Vielleicht sogar nur ein gewöhnliches. Mach's gut. Astegon. Wir kommen dann irgendwann mal wieder. So in 10, 15 Leveln. Dann holen wir dich. Was für ein cooles Vieh. Sehr, sehr cool. Okay. Da geht's also rein zu noch einem coolen Boss im Lavagebiet. Komm schon, schaffen wir es hier irgendwo auf eine Zwischenstufe. Dann kommen wir vielleicht sogar wirklich ganz rauf. Ja, aber da können wir, dürfen wir hier irgendwo landen. Zieht das als Untergrund? Das hier? Nee, alles nicht. Mist. Das da drüben vielleicht? Schaffst du es noch auf die Kante? Zählt das als... Nee, auch nicht. Können wir nicht landen hier. Das hier oben aber hoffentlich. Komm schon, bevor wir keine Ausdauer mehr haben. Das ist auch zu schmal, ne? Nee, es zählt alles nicht, dass wir... Oh ja, super. Wir haben eine Ecke gefunden. Weil das könnten wir jetzt fast schaffen hier. Na komm, rauf da. Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Auf die nächste Ebene. Wie weit das hier wirklich nach oben geht, ne? Da hinten rennen so ein paar Wilder rum. Die rennen auch einfach mal... Oder sind das? Ja, sind welche da hinten, ne?
Die rennen doch einfach mal im Feuerchen rum. Stört die nicht. Hallo? Ist auch wieder nur ein gewöhnliches, ne? Ja. Hm. Komisch, so weit oben. In so einem schwierigen Gebiet. Da hätte ich mit mehr Dings gerechnet. Wie weit man auch gucken kann jetzt von hier, ne? Da drüben waren wir auf jeden Fall auch noch nicht. So, lande mal kurz hier für die Ausdauer. Da geht es immer noch weiter nach oben. Aber keine Eier zu sehen irgendwo hier. Ich hätte ja eigentlich mit mehr, wirklich mit mehr Dracheneiern gerechnet. Aber vielleicht ja weiter unten in den Ebenen nochmal. Da gucken wir als nächstes nach. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Wenn ich so wie gucke, müssen wir langsam zum Ende dieser Folge kommen. Ich würde sagen, ich logge hier oben aus. Uns geht es ja noch gut. Taschen sind auch noch nicht wirklich voll. Können wir nächste Folge von hier aus nochmal weitermachen. Was haben wir jetzt geschafft? Oh, das ist ja aber riesig. Vielleicht geht das sogar bis zum Rand rüber hier. Obwohl, nee, da kommt schon wieder Wasser. Ne? Aber bis hier geht es auf jeden Fall noch. Haben wir noch ein bisschen was zu entdecken. Okay, steig mal ab hier beim Ausloggen. Ist das, glaube ich, besser. Wir haben aber nochmal super schöne Pals aus den Jumbo-Ehren bekommen. Die sind echt cool. Der Wrath und der Marath und der Rayhound. Ihr Lieben, wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.